Es ist da. Herzlich willkommen zum IMMO-Webinar des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder. Heute in einer Kooperation mit dem ÖVE, dem Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft. Ich freue mich sehr, dass es diese Kooperation heute zu diesem Thema gibt. Es ist da, das Bestellerprinzip. Gestern wurden Inhalte teilweise bekannt, medial vorgestellt. Wir sind heute im IMMO-Webinar da, um dieses sehr, sehr aktuelle Thema aufzugreifen, zu analysieren, zu diskutieren mit Ihnen gemeinsam, natürlich wie das im IMMO-Webinar sonst auch immer der Fall ist. Das heißt, Sie können auch Fragen stellen, Anmerkungen machen. Sie machen das, indem Sie diese Fragen und Anmerkungen in den Bereich, der dafür vorgesehen ist, auf der Webseite, wo Sie sich jetzt befinden, eingeben, abschicken. Wir kriegen die in die Regie gespielt, die Regie sammelt das und wird en bloc werden wir die Fragen im Anschluss an die Anmerkungen und an die Ausführungen unserer heutigen Experten dann beantworten. Das heißt, Sie können uns auch schon während dem Vortrag der Vorträge sich da melden oder Fragen stellen. Wir speichern das sozusagen und werden das nachher aufgreifen. Wie immer versuchen wir in maximal einer Stunde das Thema zu behandeln, damit Sie auch danach wieder Ihrer normalen Arbeit nachgehen können. Daher wollen wir gleich ins Thema einsteigen und ich darf Ihnen unsere Experten heute vorstellen. Im Studio Magister Anton Holzapfel, Geschäftsführer vom ÖVE. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Und Dr. Karl Knittel, Rechtsanwalt und langjähriger, jahrzehntelanger Experte im Maklerrecht. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Zugeschalten aus Tirol ist uns auch noch Arno Wimmer, Kommerzialrat, er ist Berufsgruppensprecher der Immobilienmakler im Fachverband. Und mit ihm dürfen wir auch beginnen. Er hat ein Statement für uns, um in die Thematik jetzt uns einzuführen. Ich bitte die Regie, zu Arno Wimmer zu schalten. So, herzlichen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der gestrige Tag war ein schwarzer Tag für die Immobilienbranche, insbesondere für die Immobilienmakler. Seit 2015 ist es uns gelungen, das Bestellerprinzip in Österreich zu verhindern. Seit dem Beschluss des Regierungsübereinkommens 2020 haben wir intensiv mit der Politik versucht, konstruktive Lösungen beizusteuern, um quasi ein verträgliches Bestellerprinzip in Österreich umsetzen zu können. Bedauerlicherweise hat die Politik diese konstruktiven Vorschläge nur in geringem Maße aufgenommen und hat letztendlich jetzt einen Entwurf vorgelegt, der für unsere Branche mehr als eine Erschwernis darstellt. Es ist eine wirtschaftliche Erschwernis für alle Immobilienmakler. Es ist natürlich eine Erschwernis dahingehend, dass auch Immobilienmakler, so haben wir es in Deutschland auch gesehen, seit Einführung des Bestellerprinzips schon auch die Überlegung ansteht, inwieweit sich die Immobilienmakler in diesem Marktsegment Vermietungen noch weiterhin tätig sein wollen. Die Tatsache, dass seitens des Mieters kaum mehr eine Provision zu verlangen ist, kein Provisionsanspruch besteht, heißt natürlich eine Änderung der Geschäftspolitik, dass wir seitens der Vermieter die Provision in Zukunft verlangen müssen, bedeutet auch eine Umstellung in der gesamten Geschäftspolitik. Wir haben Gott sei Dank eine Übergangsfrist erreichen können, die 6 Monate nach der Einführung, nach Inkraftwerden des Gesetzes noch gelten wird. Aber diesen Zeitrahmen müssen wir in der Branche nutzen, um quasi auch die Vermieter entsprechend zu sensibilisieren. Es ist aber nicht nur für die Makler ein wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss, es ist ja auch für die Mieter eine wesentliche Benachteiligung. Sie verlieren diese Informations- und Aufklärungspflichten, die der Makler letztendlich für sie getan hat. Gerade in Ballungsräumen sind die Mieter dann dem Markt Gegebenheiten schonungslos ausgeliefert. Es wird auch dazu führen, dass die Transparenz des Vermietungsmarktes wesentlich geringer sein wird. So hat sich das auch in Deutschland gezeigt, es werden weniger Objekte zu finden sein. Es wird auch dazu kommen, dass es wieder zu verbotenen Ablösen kommt. Und es wird wahrscheinlich auch dazu kommen, dass es zu einem erhöhten Leerstand kommt. All dies ist eigentlich nicht im Sinne der Politik, aber dennoch hat die Politik zumindest den Entwurf so vorgelegt, der diese Konsequenzen in sich trägt. Bedauerlicherweise dem ist so. Und unter dem Aspekt
das Wohnen dadurch billiger zu machen, können wir nur sagen, in Erwartung, was da in Zukunft auf uns zukommt. Es wird dadurch das Wohnen nicht billiger, sondern es gibt also nur einen erheblichen Nachteil für uns als Branche und auch für die Mieter. Gut, vielen lieben Dank, Arno Wimmer, für diesen, für dieses Eingangsstatement. Es macht klar, wie drastisch doch diese Änderungen sind. Was heißt das jetzt? Gehen wir ins Inhaltliche. Was heißt das? Was sind die Änderungen und wie genau kam es dazu? Herr Holzapfel, ich darf Sie bitten, zu beginnen. Ja, ich starte trotzdem noch mit einer kurzen historischen Betrachtung. Gar nicht so weit zurück. Die Frage, haben Sie eine Wahrnehmung zu einer Sache? Ja, ich habe sie. 2019 gab es Wahlkampfforderungen im August, die dann letztendlich bei einer Nationalratssitzung in einem Entschließungsantrag gemündet haben, der, und das wissen wir viele von uns, der uns damals davor gerettet hat, dass es 2019 schon in Kraft getreten wäre, das Bestellerprinzip, weil hier ein Initiativantrag ja schon von Seiten der SPÖ vorgelegen ist und freies Spiel im Parlament war. Und dann, wie gesagt, Initiativantrag der SPÖ im Herbst 2019 noch einmal in der neuen Periode und das Regierungsprogramm. Aber schauen wir uns einmal an, Wahlkampfforderungen 2019. Wir alle erinnern uns, dass plötzlich von unerwarteter Seite es hieß, nur noch der Vermieter soll bezahlen. Und das ist offensichtlich das politische Credo, das wir hinter dieser ganzen Aktivität und Aktion sehen müssen. Der von mir bereits genannte Entschließungsantrag, der zum einen ein Rettungsanker war und zum anderen aber natürlich auch der Türöffner für das Regierungsprogramm, wo letztendlich das Bestellerprinzip in der Miete verankert wurde. Wenn Sie hier sehen, im Text, da steht schon Bestellerprinzip für die Vermittlung von Wohnungsmieten und im Initiativantrag, den die SPÖ eingebracht hat, im November dann, da geht das ja weiter über die Miete hinaus. Und ich glaube, Charlie Knittel, das ist der Zeitpunkt, wo du einsteigen möchtest. Ja, denn erklärtes Ziel war, dass sämtliche Vermittlungen von Wohnungen, also nicht nur die Vermittlung von Mietwohnungen, sondern auch der Verkauf von Eigentumswohnungen oder Häusern künftig nur zu einer Provisionspflicht des Vermieters führen soll. Das geht ja in Wahrheit schon auf das Maklergesetz im Jahr 1996 zurück. Denn schon damals war es ja der Wunsch der Mieterschützer, vor allem der Arbeiterkammer, die vehement gefordert hat, dass immer nur die Abgeberseite Provision zahlen soll, nicht jedoch die Interessentenseite, nicht jedoch der Käufer oder der Mieter. Damals ist es gelungen, dass es geheißen hat, der bisherige Zustand des Doppelmaklers, die bisherige Rechtslage, die bisherigen Gepflogenheiten, der Geschäftsgebrauch soll beibehalten werden. Im Jahr 2019 war es dann eben der erstmalige Versuch, hier tatsächlich die gesamte Wohnungsvermittlung auf eine einseitige Abgeberprovision umzustellen. Aber das ist damals Gott sei Dank nicht gelungen. Aber wir wissen alle, es kann durchaus sein, dass in anderen Zeiten andere Parteien das Regierungsprogramm schreiben werden. Und deswegen ist bei diesem Thema nicht unbedingt aller Tag Abend, auch wenn wir hier, glaube ich, noch viel, viel mehr gute Argumente haben, um die Doppelmaklertätigkeit in dem Bereich wirklich aufrechtzuerhalten. Jetzt in aller Munde das Maklerprovisionsprinzip beim Besteller in der Miete. Im politischen Ablauf gab es dann 2020 unerfreuliche Runden im Justizministerium. Zum einen via Zoom, die wirklich gescheitert sind, weil man über Zoom nicht streiten kann. Das ist ehrlich, das war wirklich, wir mussten das abbrechen, weil das, Dr. Knittel war für den Haus- und Grundbesitzerbund zum Teil dabei. Also das war, wir konnten über Zoom das nicht ausdiskutieren und haben dann
doch geschafft, im Ministerium hier auch Rede und Antwort stehen zu können und uns auszutauschen. Aber über einen Austausch von Standpunkten ist es nicht hinausgegangen. Einen Entwurfstext gab es damals noch nicht. Dann, Sie wissen, viel Wasser durch die Donau runtergeschwommen. 2021, dann ab dem Sommer wieder Bewegung in Richtung Bestellerprinzip. Und wirklich zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, wurden wir konfrontiert mit einem Entwurf, der völlig für uns unakzeptierbar war. Wirtschaftskammer und ÖFI haben gesagt, da reden wir nicht weiter. Und das war dann auch der Punkt, wo man uns seither nicht mehr mit eingebunden hat. Und insofern können wir Ihnen, warten wir bis heute, und ich habe gerade vor einer Viertelstunde noch die Homepage des Justizministeriums mir angesehen, habe auch alle E-Mail-Accounts durchgesehen, ob der Begutachtungsentwurf schon eingetroffen wäre oder veröffentlicht werde, bislang nicht. Das heißt, wir wissen mittlerweile seit gestern durch gut informierte Pressevertreter sehr wohl, was im Entwurf drinnen steht. Und insofern können wir Ihnen schon das eine oder andere Detail heute präsentieren, aber noch nicht mit dem ganz konkreten Text. Wir schicken ihn sofort aus, sobald der im Lauf des Tages zur Verfügung steht. Aber da geht es uns offenbar so wie mit der Covid, wie mit der nächsten Covid-Verordnung. Aber das sei ein anderes Thema. Gestern, wie gesagt, die Pressekonferenz meines Erachtens wirklich mit einer unerträglichen staatstragenden Übertragung in ORF 3, Ankündigung von Gerechtigkeiten, wo man wirklich, wo ich glaube, allen Branchenbeteiligten haben sich gestern unglaublich attackiert gefühlt in einer unfairen Art und Weise. Ich habe wirklich den ganzen Tag mit vielen Kolleginnen und Kollegen Kontakt gehabt. Und hier noch angemessen weiter sprechen zu können und sich wieder einbinden zu können, wird eine schwierige Aufgabe sein. Das sage ich ihm jetzt gleich mal von vornherein, weil einfach sich hinzustellen als Bautensprecher und zu sagen, das war ein schöner Tag gestern für die Immobilienwirtschaft. Ich glaube, da können wir alle, da tun wir uns alle schwer damit. Oder ein Lob zu bekommen von einer Staatssekretärin, wie toll die Branche doch arbeitet, und gleichzeitig hier die Weichen in ganz andere Richtung zu stellen, zu sagen, endlich Gerechtigkeit, weil die Leistung wurde ja nicht gespürt, wie wir auch noch ausgerichtet bekommen haben. Gehen wir jetzt mal in den Entwurf hinein. Das war jetzt der Hut des Interessensvertreters des ÖVRI. Ich nehme den jetzt ab, werde mal tief durchatmen und schauen wir, was ist in dem Entwurf wirklich drinnen. Paragraph 17a Maklergesetz neu. Bitte, Charlie. Ja, der wesentliche Punkt der Kernpflicht steht bereits im ersten Satz. Die Kostentragungspflicht des Mieters, der nur dann eine Provision zahlen darf, mit dem nur dann eine Provisionsvereinbarung rechtswirksam zustande gekommen kann, wenn er als erster vom Makler, wenn der Makler von ihm als erster mit der Vermittlung beauftragt wird. Das heißt, keine Provisionszahlung dann, wenn bereits der Vermieter den Makler beauftragt hat oder wie es dann auch im Gesetzestext vorhanden sein wird, wenn hier von einem Maklervertrag Abstand genommen wird, von einem Maklervertrag mit dem Vermieter deswegen Abstand genommen wird, damit der Interessent den Makler als Ersten mit der Vermittlung beauftragt. Dazu vielleicht ein paar wesentliche Punkte. Das Gesetz beschränkt sich jetzt nicht auf Konsumentengeschäfte. Die Bestimmung ist im Maklergesetz angesiedelt. Das heißt, es gilt grundsätzlich auch für Geschäfte zwischen Unternehmen. Die einzige Ausnahme, die Bestimmung soll dann nicht zur Anwendung kommen, wenn es um die Vermittlung von Dienstwohnungen geht. Das
Unerfreuliche daran ist, dass der Ausnahmekatalog damit schon am Ende ist, der Ausnahmekatalog der Bestimmungen dieses Bestellerprinzips ist damit endgültig besprochen. Das heißt, das Bestellerprinzip gilt grundsätzlich immer, und zwar auch dann, wenn die Wohnung nicht zur Deckung des dringenden Wohnbedürfnisses angemietet wird. Das heißt beispielsweise auch bei einer Freizeitwohnung. Und leider Gottes, und das ist aus meiner Sicht etwas unsystematisch und etwas problematisch, es beschränkt sich leider nicht nur auf den Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, sondern es sind auch die Wohnobjekte erfasst, wo es eben keine Preisregelung gilt. Sogar die Vollausnahmen, also wenn Sie künftig die Miete eines Einfamilienhauses vermitteln, ebenso eine Ferienwohnung oder eine Zweitwohnung. In all diesen Fällen dürfen Sie vom Vermieter die Provision vereinbaren. Sie dürfen aber keine Provision mit dem Mieter vereinbaren, wenn Sie dieser nicht als Erster mit der Vermittlung des Objekts beauftragt hat. Naja, in diesem Absatz 2 des 17a wird dann stehen, es kann nur eine Provision vereinbart werden, wenn der Wohnungssuchende als erster Auftraggebender mit der Vermittlung eines Wohnungsmietvertrags beauftragt hat. Das klingt ja noch nach dem Motto, ja, es ist ja beides möglich. Aber offensichtlich wird es weitere Klauseln geben, die ich Ihnen jetzt noch nicht in der vollen Textform präsentieren kann, aber dem Inhalt nach sehr wohl. Und zwar, ich kann trotzdem keine Provision geltend machen, keine Provision vereinbaren, wenn der Vermieter oder der Verwalter am Maklerunternehmen beteiligt sind und auch umgekehrt, also der Makler am Vermieter, am Objekt in irgendeiner Form gesellschaftsrechtlich beispielsweise Anteile hat oder auch an der Verwaltung. Das ist, sind und um möglichst alle Umgehungen, die gestern sehr, sehr weit und breit strapaziert wurden von den handelnden Personen bei der Pressekonferenz. Auch dann, wenn ein maßgeblicher Einfluss des Maklers oder auch durch einen Organwalter oder eine andere maßgebliche Person, wie beispielsweise einen Treuhänder, auch all das soll dazu führen, dass keine Provision mehr mit dem Wohnungssuchenden vereinbart werden kann. Wir kennen ja so eine ähnliche Regelung bereits aus dem Maklergesetz, wo es den Begriff des familiären oder wirtschaftlichen Naheverhältnisses gibt, wo wir wissen, wenn eben ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht, bedarf es eines besonderen Hinweises auf die Provisionserwartung. Da schaut die Geschichte anders aus, und zwar, ich würde sagen, in drei Punkten haben wir hier eine andere Regelung. Hier ist der Hinweis kein Thema mehr. Hier gibt es überhaupt keine Möglichkeit einer Provisionsvereinbarung. Das ist der Punkt erstens. Der Punkt zweitens, das wirtschaftliche Naheverhältnis und das Eigengeschäft wird auch in einer anderen Art und Weise geregelt. In einem Punkt günstiger für den Makler, im anderen Punkt ungünstiger für den Makler. Bis jetzt ist ein Eigengeschäft immer nur dann vorgelegen, wenn der Makler einen wirtschaftlichen Einfluss auf den Auftraggeber hat, also auf den Käufer, Verkäufer, Vermieter oder Mieter, nur dann, wenn der Makler hier eine Einflussnahme auf den Auftraggeber hat, nur dann lag ein wirtschaftliches Naheverhältnis vor, nicht aber, wenn der Auftraggeber einen Einfluss auf den Makler hat. Das heißt, wenn der Auftraggeber der bestimmende Teil ist und der Makler in weiterer Folge sich dem fügen muss, was der Auftraggeber hatte. In dem Fall liegt derzeit kein Eigengeschäft vor. Das soll aber hier vom Bestellerprinzip umfasst sein. Das heißt, der wirtschaftliche Einfluss sowohl vom Makler zum Auftraggeber,
also zum Abgeber, als auch vom Abgeber zum Auftraggeber sind hier vom Eigengeschäft erfasst. Ein Punkt, den man da durchaus positiv sehen kann, wenn es hier so bleibt, ist, dass die ständige Beauftragung in diesem Punkt nicht erfasst ist. Das heißt, auch dann, wenn ein Makler regelmäßig mit einem Auftraggeber zusammenarbeitet, das heißt, wenn ein Makler regelmäßig für einen Vermieter eben Objekte am Markt anbietet und vermittelt. Diese Fälle sind hier nicht erfasst von einem Provisionsverbot, wenn der Mietinteressent den Makler mit der Vermittlung eines Objekts beauftragt. Das heißt, nach dem Entwurf dürfen Sie dann durchaus auch künftig bei Ihren bekannten Vermietern fragen, ob es hier möglicherweise ein Objekt gibt, das hier angeboten werden könnte. Wir kommen aber gleich zur zweiten Einschränkung, nämlich wenn Sie mit Einverständnis, gar nicht unbedingt zwingend mit Auftrag des Abgebers, eine Wohnung inserieren als Makler oder auf andere Weise einem eingeschränkten Interessentenkreis zugänglich machen, bewerben. In diesen beiden Fällen können Sie auch keine Suchprovision, keinen Suchauftrag und keine Provision mit dem Wohnungssuchenden vereinbaren. Bei der Bestimmung sind aus meiner Sicht zwei Punkte interessant. Der eine Punkt, hier ist die Rede davon, wenn der Makler eine vermittelte Wohnung inseriert, dann kann er keine Provision vereinbaren. Das würde für mich nach meinem Verständnis heißen, dass eine Wohnung noch nicht dann verbrannte Erde ist, wenn sie bereits von einem anderen Makler per Inserat angeboten wird. Das bezieht sich hier durchaus auf den Makler, der hier mit dem Vermieter eine Provisionsvereinbarung treffen möchte. Was aber für mich ein gewisses Orakel von Delphi ist, ich verstehe es nicht, sage ich ganz einfach, wenn es hier heißt, wenn er zu einem zumindest eingeschränkten Interessentenkreis auf andere Weise bewirbt. Auf andere Weise bewerben, das ist sicherlich kein Thema. Jede Art der Internetpräsentation etc. wird dazu zählen. Für mich ist die Frage, aber das weißt du vielleicht, was hier unter einem eingeschränkten Interessenten Kreis ist. Ich gehe mal davon aus, dass es halt die Vormerkkunden sind, die man hat und dass man denen etwas zukommen lässt. Ich glaube, dass in dieser Weise hier versucht wird, wiederum eine Provisionspflicht des Wohnungssuchenden zu vermeiden. Aber wie gesagt, man wird dann sehen, was in den erläuternden Bemerkungen steht, ob das irgendwie erhellender ist oder ob das, wie das ja doch immer wieder auch der Fall ist, eines Tages dann die Gerichte uns sagen werden, was denn hier der Fall ist. Gut. Naja, ich sag, der Maklerkollege. Da gab es schon Trommeln jetzt im Hintergrund für diese, sollten aber keine Beifallskundgebungen sein. Ich sag, der Maklerkollege wird hier sicherlich kein Interessent sein. Zumindest nach meinem Verständnis wird er hier kein Interessent sein. Aber das werden wir alles letztlich erst sehen, wenn es soweit ist. Wir gehen weiter. Ja, wir gehen weiter. Und sorry, wenn Sie hier einen Rechtschreibfehler sehen. Das ist der Kurzfristigkeit der nächtlichen Beschäftigung zuzuordnen. Normalerweise ist mir das sehr unangenehm. Dokumentation des Auftrags ist der nächste Bereich, der uns beschäftigen wird. Denn mit einem Wohnungssuchenden muss ich einen Vertrag schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger dokumentieren. Es geht jetzt offensichtlich nicht um die Unterschriftigkeit, sondern der andere dauerhafte Datenträger. Wir haben ja mit dem FHGG vor Jahren schon gelernt, andere dauerhafte Datenträger, das kann ein SMS sein, mit dem eine Beziehung angebahnt oder beendet wird. Das kann ein E-Mail sein, das, ja, was auch immer als Stick oder was auch immer, dauerhafter Datenträger muss jetzt nicht unbedingt Papier sein.
Das ist die Dokumentation des Auftrags. Und was dann noch? Der zweite Satz dazu, wenn der Makler eine Provision vom Mieter haben möchte, so muss er dann eben das aufgrund dieser Unterlagen dann auch dokumentieren. Was mir an dieser Bestimmung nicht klar ist, ob hier eine Dokumentationspflicht auch dann besteht, wenn ich von vornherein überhaupt nicht vorhabe, vom Mieter eine Provision zu vereinbaren, würde ich hier nach dem Wortlaut des Entwurfes gehen, wie wir ihn erwarten. So bedeutet das, es muss tatsächlich jeder Mietvertrag, also auch der Mietvertrag, der gar nicht bei dem gar nicht von einer Mieterprovision die Rede ist, müsste hier erfasst werden. Und was man dann in weiterer Folge bedenken muss, die Verletzung der Dokumentationspflicht hat ja dann auch eine verwaltungsstrafrechtliche Folge. Das heißt, wenn hier dann nicht dokumentiert wird, könnte es letztlich auch zu einer Verwaltungsstrafe kommen. Aber das wird ja wohl nur dann der Fall sein, wenn ein Mieter sagt, ich habe dich zwar beauftragt, aber ich will jetzt trotzdem keine Provision zahlen. Also ich gehe mal davon aus, dass die Behörde sonst keinen Anlass sieht und ihr sonst nicht fahrt ist, um hier die Archive und die Daten unserer Mitgliedsunternehmen hier auch dann zu durchforsten. Als letzten Punkt hier, oder einer der letzten Punkte, die wir Ihnen hier in aller Kürze präsentieren können, die schon bereits vorhin zitierten unwirksamen Vereinbarungen, also alle Umgehungen, die hier möglichst ausgeschlossen werden sollen, sind auch dokumentiert, indem man sagt, okay, sonstige Leistungen an den Makler und den Vermieter sind eben genauso ablösen, was auch immer, unter welchem Titel auch immer hier sonstige Leistungen an den Makler oder den Vermieter geleistet werden, die sollen unwirksam sein. Und auch Leistungen an den früheren Mieter, an den Vormieter, ohne gleichwertige Gegenleistung. Wir haben schon in den letzten Tagen sehr ausführlich darüber gesprochen, immer wieder, was wir aus Deutschland gesehen haben, dass eben sehr häufig Ablösen von Wohnungsgegenständen ohne wirkliche Gleichwertigkeit hier gegeben waren, nur damit man an das Objekt rankommt, weil der Vormieter hier jetzt einen Nachmieter präsentiert und das Objekt ja gar nicht mehr am Markt sein wird. Also da ist zumindest eine Penalisierung auch des früheren Mieters, wenn hier keine gleichwertige Gegenleistung ist. Und dann gibt es auch noch eine Formulierung an einen sonstigen Dritten. Und das ist schon, das ist auch so kryptisch wie die andere Weise. Das haben wir, kennen wir ein paar Mal im Maklerrecht. Im § 15 gibt es auch solche Formulierungen, im Absatz 2, wenn es um den Alleinvermittlungsauftrag geht. Und hier ohne gleichwertig, also einem sonstigen Dritten etwas zukommen lassen, das kann bedeuten, dass wenn ein Proptech jetzt sehr initiativ ist und sagt, ich habe ganz was anderes, ich habe jetzt ein anderes Modell und damit sollen auch jetzt quasi alle, die jenseits der traditionellen Maklerberufe hier ihre Dienstleistung im Bereich der Vermittlung sehen oder auch eben immer wieder anbieten, so rein elektronische, das zur Verfügung stellen von Daten, in welcher Weise auch immer. Also das ist einmal zumindest eine Warnung, auch hier in dem Bereich ein Stoppschild aufzustellen. Ob das gelingen wird, in welcher Weise, weil wir können heute nicht absehen, welche technischen Neuerungen es 2025 geben wird. Also da ist meistens das Gesetz, schaut ja meistens bald einmal alt aus. Aber zumindest ist hier eine Möglichkeit drinnen, um da zumindest einen Gleichklang mit den Immobilienmaklern zu erzeugen. Ja, aus meiner Sicht hier zwei Anmerkungen. Der Begriff ohne gleichwertige Gegenleistung, das ist ein Begriff, der sich aus der Rechtsprechung zum
Ablöseverbot des MRG entwickelt hat, wo eben konkret immer geprüft wird, welche Leistung, die hier erbracht wird, wäre angemessen. Daher der Begriff ohne gleichwertige Gegenleistung wird sicherlich in jener Form zu verstehen sein, wie er derzeit schon im Paragraph 27 MRG verstanden wird. Der zweite Punkt, den Anton Heuzapfel bereits angesprochen hat, den finde ich auch sehr interessant, denn die Frage an einen Dritten eine Leistung zu erbringen, dass damit meines Erachtens nach dem Größenschluss eine geringere Leistung als eine Vermittlungsleistung jedenfalls auch damit zwingend erfasst sein muss. Das wird eben auch Immobilienplattformen betreffen müssen, die hier ohne klassische Vermittlungstätigkeit ein Zusammenführen von Mieter und Vermieter führen, auch wenn es keine Tätigkeit ist, die unter das Maklergesetz fällt, ist es meines Erachtens dann eine Teiltätigkeit. Und wenn die Gesamttätigkeit, also wenn die Erbringung der vollständigen Maklertätigkeit nicht zu einer Provisionspflicht führen darf, darf auch die Erbringung einer Teilleistung, und zwar weder zur Erbringung einer Provisionspflicht, aber auch nicht zu einer sonstigen Leistung, also zu einem erfolgsunabhängigen Entgelt führen. Da wird man sehen, wie weit in welche Bereiche hier dann wirklich der Gesetzgeber auch im Rahmen des Begutachtungsverfahrens standhaft bleibt. Als einen Punkt noch dazu: Verwaltungsstrafen sind angedroht bei fehlender Vertragsdokumentation in Größenordnung 1.500 Euro und beim Fordern oder Entgegennehmen von unwirksamen Leistungen bis zu Euro 3.000. Unbeschadet, das Paragraph 27 MRG heißt es ja so schön, also da wird sich, das eine kann mietrechtlich sein, das andere ist verwaltungsstrafrechtlich, und insofern wird man sehen, wie weit es hier oder in welcher Form dann das Ganze auch wirklich exekutiert wird. Und de facto wird es zur Folge haben, wenn es um den Vollanwendungsbereich einer Wohnung geht, wenn es also um die Anwendung des Paragraph 27 geht, sehe ich darin die Grundlage dafür, dass der Mieter künftig eine Rückforderung nicht nur im Klagsweg geltend machen kann, sondern er kann es im Außerstreitverfahren geltend machen. Er wird zunächst einmal einen für ihn kostenlosen Antrag bei der Schlichtungsstelle einbringen und hat damit ein sehr geringes Kostenrisiko, wenn es um die Rückforderung einer Provision geht. Das wird aber, wie gesagt, nur im Vollanwendungsbereich gehen, weil da wird die Provisionsrückforderung nach § 27 MRG möglich sein. Gut, dann noch zwei Formsachen. Zum einen, dieser 17a soll im § 18 des Maklergesetzes zwingend gestellt werden. Das heißt, ich kann auch nichts anderes vereinbaren, als da drinnen steht. Und das Zweite, ein Inkrafttreten 6 Monate nach der Kundmachung im Bundesgesetzblatt führt uns auch bereits zu der abschließenden Frage, wie geht es jetzt weiter? Wir haben eine Begutachtung, die bis Anfang Mai jetzt dauern wird, 6 Wochen wurde angekündigt, dann eine parlamentarische Behandlung im Mai und im Juni, Verabschiedung im Nationalrat, Bundesrat, Veröffentlichung, Kundmachung und dann ein Inkrafttreten erst 6 Monate später, also eine Legisvakanz, die dazu dient, dass sich Branchenteilnehmer jetzt wirklich darauf einstellen können und mit Ende 2022, spätestens 1. Januar 2023, wird die Novelle zum Maklergesetz hier wohl in Kraft treten. Gut. Bitte, ich wollte noch was sagen. Mir
Mich beeindruckt immer wieder die Überzeugungskraft des Anton Holzapfel, wenn er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens etwas sagt, denn dass das Gesetz spätestens am Beginn des kommenden Jahres in Kraft tritt, das haben wir, glaube ich, die letzten 3 Jahre mit eben dieser Überzeugung gesagt, wie ich es jetzt wieder gehört habe. Ja, aber es gab da bislang keinen Entwurf, den wir auch nur irgendwo einsehen hätten können. Also das ist der große Unterschied. Ich weiß, wir haben jetzt über 3 Jahre lang eine Reihe von Informationsveranstaltungen immer wieder durchgeführt, teilweise auch in Doppelkonferenz, so beim Bundestag voriges Jahr in St. Pölten, oder in verschiedenster Art und Weise im Maklerdialog, den wir vom Studio aus gesendet haben bei uns im ÖVI in der Marie-Hilfer-Straße. Also ja, wir haben schon sehr häufig über Dinge geredet, die es noch nicht gab. Jetzt wissen wir ein wenig jetzt, mehr. Ich glaube, darauf kann man sich schon jetzt einmal einstellen. Es ist nicht zu erwarten, dass es besser wird im Rahmen der Begutachtungsphase. Ja, wir schauen, was jetzt weiterkommt. Unser nächster Punkt ist, wir schalten noch mal zu Arno Wimmer nach Tirol und er bringt sich noch mal ein. Bitte, Herr Wimmer. Nun, zusammenfassend kann man sagen, die Möglichkeiten, wo der Makler eine Provision dem Mietergeber verrechnen kann, sind also sehr, sehr eingeschränkt. Und man sieht schon, also der Gesetzgeber, wie er auch denkt gegenüber dem Beruf des Maklers, nämlich auch die ganzen Regelungen betreffend der Umgehungen und die gerechtliche Konsequenz der Geldstrafen soll natürlich auch abschreckend wirken. Wir werden uns müssen auf diese Situation einstellen. Wir werden versuchen, noch in dem Begutachtungsverfahren die notwendigen Stellungnahmen einzubringen. Ich gehe aber davon aus, dass große Abweichungen von dem vorliegenden Entwurf wahrscheinlich nicht erzielt werden können. Wir müssen auch harren den Dingen letztendlich, welche Stellungnahmen von anderen Interessensgruppen noch reingebracht werden. Es wird eine Herausforderung für die Branche, aber auch jede Herausforderung hat seine Chance und wir haben den Dingen. Ich wünsche soweit allen Berufskolleginnen und Kollegen alles Gute. Vielen lieben Dank nochmal für die auch Zusammenfassung sozusagen und den Ausblick. Wir kommen zu Ihren Fragen, meine Damen und Herren, die mittlerweile eingetroffen sind. Sie können nach wie vor noch welche eintippen und uns schicken. Die erste Frage ist schon mal, ist der Gewerbebereich betroffen? Nein, weil es Wohnungsmiete heißt. Gut, klare Antwort. Dann warte ich auf die nächste Frage, die lautet, völlig kostenfreie Besichtigung für den Kunden? Fragezeichen, jeder Dienstleister, der zu einem Objekt fährt, verlangt etwas wahrscheinlich. Also jeder andere Dienstleister verlangt etwas, soll es eine völlig kostenfreie, heißt es ist dann eine völlig kostenfreie Besichtigung? Ja, daran hat sich nichts geändert. Auch jetzt haben Besichtigungen nichts gekostet, durften Besichtigungen nichts kosten. Sie waren eben dann mit der Provision abgegolten, die der Makler im Erfolgsfall bekommen hat. Jetzt wird ja sogar das Bestellerprinzip damit argumentiert, dass der Mieter Besichtigungen bezahlen muss, Besichtigungen von Dritten bezahlen muss, die fehlgeschlagen sind, die natürlich dann auch mit seiner Provision abgedeckt sind. Ich finde das Argument hier etwas kritisch, denn mit der gleichen Begründung wird wohl auch der Vermieter sagen, warum soll er für eine fehlgeschlagene Besichtigung bezahlen. Was aber auf jeden Fall nicht geht, was bis jetzt nicht gegangen wird und auch künftig nicht gehen wird, dass sie ein Entgelt für die Abhaltung von Besichtigungen verlangen. Gut, nächste Frage mit dem eingeschränkten Kundenkreis sind die berühmten Vormerkkunden gemeint, oder? Das heißt, ein Mailing an registrierte Kunden löst keine Provisionspflicht dem Mieter gegenüber aus. Ist das so richtig? Ja, wenn das nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ist. Okay, also auch eine klare Antwort. Sind auch Eigentumswohnungen Kauf, Verkauf betroffen? Auch, glaube ich, eine klare Antwort. Klare Antwort, noch, nein. Noch nein. Nicht. Was kann man erwarten? Nein, da denken wir auch nicht daran, weil auch in dem einen Gespräch, in der einen Gesprächsrunde 2020, da haben Mietervertreter sehr wohl gesagt, im Kauf ist es ja ganz etwas anderes. Und ich hoffe schon auf die Vernunft aller, dass man sagt, die große Beratungsleistung, die all unsere Kolleginnen und Kollegen im Kauf
an den Tag legen, dass man auf die keinesfalls mehr verzichten möchte, wenn man schon sagt, in der Miete ist der Beratungsbedarf ja nicht so hoch, um das salopp zu sagen. Gut, also davon gehen wir mal nicht aus. Bleiben die Höchstprovisionssätze für den Mieter gleich? Ich gehe davon aus, dass die Höchstprovisionssätze nicht verändert werden. Derzeit sehe ich keine Diskussionsgrundlage, nur dass sie eben in bestimmten Fällen dann künftig eben nicht mehr zur Anwendung gelangen werden. Gut. Nächste Frage: Sind nun alle Aufklärungspflichten laut Konsumentenschutzgesetz und FAGG somit hinfällig, da ja sowieso keine Provisionen mehr möglich ist oder sind? Naja, da muss man differenzieren. Natürlich, die Aufklärungspflicht zu einem Maklervertrag, den ich nicht abschließe, habe ich nicht mehr. Also all jene Bereiche, die den Maklervertrag, den dann nicht mehr existierenden Maklervertrag betreffen, da habe ich keine Aufklärungspflichten. Insofern nach FAGG wird das sehr wohl bald einmal beendet sein. Aber die KGG-Pflichten, wo es auch darum geht, die Eckdaten des jeweiligen Objekts bekannt zu machen, die alle wesentlichen Informationen zur Geschäftsgelegenheit, das ist, da glauben zumindest manche liest man zumindest in den erläuternden Bemerkungen, das könnte weiterhin gelten. Wir stehen auf dem Standpunkt, nein, in diesem Umfang sicherlich nicht, sondern die Grenze ist immer die, dass der Makler alle Äußerungen, die er macht, für den Vermieter macht und das wird dem Vermieter zugerechnet. Also überall dort, wo der Makler einen Irrtum provoziert beim Kunden, das muss sich dann der Vermieter zurechnen lassen und der Kunde kann sich dann direkt an oder muss sich dann direkt an den Vermieter wenden. Also die Geschichte ist in Wahrheit ein bisschen ein Eiertanz. Klar ist es, dass es weiterhin eine Haftung für die wissentlich unrichtig erteilten Rat gibt, also für die wissentlich unrichtig erteilte Information, den sogenannten Schlangenrat. Diese Haftung hat bis jetzt immer bestanden, und zwar auch dann, wenn der Vertrag nicht entgeltlich ist. Hier geht es aber um die Haftung des Maklers als Sachverständiger, wo die Regelung gilt, solange der Makler aufgrund eines Maklervertrages einen entgeltlichen Anspruch hat, hat er alle Informationen zu erteilen, die eben ein Fachmann zu erteilen hat. Das sind die Informationen, die der Fachmann zu erteilen hat. Darauf kann sich der Mieter nicht mehr berufen. Der Mieter wird aber sagen, der Vermieter hätte mir ja das alles sagen müssen. Dem halte ich allerdings entgegen, dass der Vermieter kein Fachmann ist. Der Vermieter hat nur die Haftung nach 1297 HBGB, nicht aber nach 1299 HBGB. Das heißt, es wird sich durchaus, zumindest in dogmatischer Hinsicht, was ändern. Wenn ich keinen entgeltlichen Vertrag habe, dann habe ich auch dem Vertragspartner gegenüber nur die Verpflichtung, nichts Wissentliches Falsches zu sagen. Gut, danke. Die nächste Frage bleibt die Vielleicht noch eines bitte. Dazu. Man wird die klassische Rolle des Doppelmaklers beenden. Man wird die Möglichkeit nutzen zu sagen, ich bin jetzt eben ausnahmsweise nicht Doppelmakler, anders als der Geschäftsgebrauch, sondern ich bin jetzt Makler, der nur die eine Seite, nämlich nur die des Vermieters vertritt und damit sind die Fronten klargestellt. Gut. Eine weitere Frage zur Provisionshöhe. Bleibt die Höhe, die man verlangen darf, zum Beispiel 2 Bruttomonatsmieten beim Auftraggeber gleich? Wer ist der Auftraggeber? Der Abgeber ist gemeint. Naja, aber das ist richtig. Ja. Nein, weil beim Abgeber stimmt es deswegen nicht, weil da waren ja auch bislang immer 3 Bruttomonatsmieten. Also die 2 Bruttomonatsmieten, wenn hier der Interessent gemeint ist, wenn ich einen Suchauftrag habe, ja, dann ist es limitiert. Sicherlich in dem, wenn sich da nichts ändert, in dem Rahmen, den es jetzt auch in der Maklerverordnung gibt. Und beim Abgeber habe ich die
3 Bruttomonatsmieten, die derzeit drinnen stehen. Ja, ich möchte aber sagen, genau in dieser Frage sehe ich auch ein bisschen den Sündenfall, der letztlich zu dem Bestellerprinzip geführt hat. Denn in der Öffentlichkeit heißt der Auftraggeber, ich habe das auch in den politischen Reaktionen gehört, der Auftraggeber ist immer der Abgeber. Das war leider ein Punkt, den auch Makler oft so verstanden haben, die zwar im Mieter denjenigen gesehen haben, der die Leistung bezahlen muss, aber sein Auftraggeber war der Abgeber. Und es ist auch genau dieses Missverständnis, dass man eben nicht dran gedacht hat, dass man als Doppelmakler in der Mitte steht, da objektiv auf beide Seiten die richtigen Informationen gibt und sich im Falle eines Interessenwiderstreits, also zum Beispiel der Frage, ob der Mietzins angemessen ist, auf einen neutralen Standpunkt zurückzuziehen hat. Dieser Punkt der Doppelmaklertätigkeit wurde leider, und das ist sicherlich auch eine gewisse Kritik am Verhalten der Makler in der Vergangenheit, wurde zu wenig Beachtung geschenkt. Danke. Nächste Frage. Wäre das deutsche Modell der Nachmieterstellung in Österreich möglich? Er würde ja als Makler tätig sein oder als Tippgeber. Was ist, vielleicht kann man da noch nachschärfen, was mit der Nachmieterstellung, genau gemeint wen, ist. Jetzt, wen jetzt gemeint ist damit, dass quasi der Vormieter einen Nachmieter bringt. Der sich präsentiert, so davon gehe ich aus. Wen es unentgeltet, da heißt es ja, bei den unwirksamen Vereinbarungen, wenn das eben nicht im Verhältnis steht zu einer Gegenleistung. Also wenn das Sofa wirklich so viel wert ist, dass ich dort versilbere, okay, wenn das nicht der Fall ist, dann läuft auch der Nachmieter, der Vormieter Gefahr, dass ihm dieses Geld wieder abgeknöpft wird. Das ist sicherlich der erklärte Wille des Gesetzgebers. Okay. Gut, eine weitere interessante Frage. Kann man einen Beratungshonorar vereinbaren, um nach dem Stundensatzprinzip abzurechnen? Es gibt zwei Antworten, eine dogmatische Antwort oder eine praktische Antwort. Ich fange mit der praktischen Antwort. Nein, Sie können es nicht machen. Und zwar, Sie können niemals dann eine Stundensatzleistung, also ein erfolgsunabhängiges Honorar vereinbaren, wenn die Vermittlung eines Objekts im Hintergrund steht, wenn die Vermittlung eines Objekts angedacht ist. Dann ist bereits die Leistung, die zuvor erbracht wird, eine vorvertragliche Leistung. Und für diese vorvertragliche Leistung können Sie daher kein Entgelt verlangen. Denkbar wäre nur dann eine Beratungsleistung, wenn sie vollkommen losgelöst davon ist, dass Sie jetzt einem Mieter ein Objekt verschaffen. Nur welcher Mieter wird zu Ihnen kommen und wird sich da von Ihnen beraten lassen wollen? Es kann sein durchaus, dass man sagt, okay, wenn es um eine große Entscheidung geht und nicht um die 500-Euro-Wohnung, mag es durchaus sein, dass ein Mieter zu Ihnen kommt und sagt, ich habe den Mietvertrag schon, schau doch den durch. Da, wo, wenn Sie selber in diese Transaktion überhaupt nicht beteiligt werden, da würde ich ein Beratungshonorar sehr wohl als zulässig ansehen, soweit, weil ja Immobilienberatung, jetzt bleiben wir mal außerhalb der Winkelschreiberei der Rechtsanwälte, also soweit das immobilientechnisch vom § 117 der Gewerbeordnung gedeckt ist, da sehe ich schon die Möglichkeit, dass Sie Beratungshonorare verrechnen. Nur nicht im Konnex mit einer Wohnung, wo Sie vom Abgeber einen Auftrag haben. Dazu passend auch die nächste Frage. Darf man für den Mietvertrag etwas verlangen oder rein nur mehr vom Vermieter auch? Ist, glaube ich, ein Teil davon dann auch. Da ändert sich an der Rechtslage nichts gegenüber bisher. Ja, im Vollanwendungsbereich dürfen Sie nichts für den Mietvertrag verlangen. Das ergibt sich aus dem § 22 Mietrechtsgesetz mit den Verwaltungskostenpauschale, dem Kategorie A-Satz, der ja hoffentlich wertangepasst wird.
die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich, sind damit sämtliche Verwaltungstätigkeiten, damit auch der Abschluss eines Mietvertrages erfasst. Ein Problem sehe ich überall dort, wo Leistungen übernommen werden. Das heißt, dort, wo der Vermieter einen Mietvertrag in Auftrag gibt, können diese Kosten nicht auf den Mieter überwälzt werden. Selbstverständlich kann sich jeder Mieter entgeltlich, wo auch immer er möchte, einen Mietvertrag besorgen. Er kann die Erstellung eines Mietvertrages in Auftrag geben und kann dafür etwas bezahlen. Das wäre zulässig. Gut. Jetzt gleich eine größer gedachte Frage. Besteht die Möglichkeit einer Klage gegen das Bestellerprinzip? Das heißt, es geht darum, ob man verfassungsrechtlich letztendlich das Gesetz anfechten kann. Wenn wir den Detailtext jetzt haben, werden wir uns das intensiv ansehen. Wir haben 2010 eine Abfuhr oder in den Jahren nach 2010 bei der Reduzierung von 3 auf 2 Bruttomonatsmieten eine Abfuhr vom VfGH erhalten. Wir werden uns intensiv diese Texte anschauen, das Vorbringen von damals. Wir werden uns auch ansehen, was der Bundesgerichtshof in Deutschland bereits dazu gesagt hat, weil die Anfechtungen in Deutschland sind leider nicht erfolgreich gewesen. Und das Staatsgrundgesetz in Deutschland hat ja, soweit ich das auch nur annähernd kenne, glaube ich, noch viel mehr Fokus auf der Erwerbsfreiheit, als das bei uns ist. Ja, ich muss mir leider manchmal widersprechen. Ich habe zuerst gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da ist allerdings die Hoffnung schon gestorben. Ich sage, eine verfassungsmäßige Anfechtung sehe ich eigentlich keinerlei Ansatz. Allenfalls in einigen Punkten könnte man argumentieren, ob das wirklich sachgerecht ist. Da geht es aber eher um die technische Umsetzung. Von der Idee her sehe ich hier keinerlei Möglichkeiten. So, dann haben wir eine Frage zur Strafe. Wer soll die Verwaltungsstrafen vorschreiben und einheben? Wird das eine Behörde selbstständig tätig werden können oder nur aufgrund einer Anzeige? Das wird die Bezirksverwaltungsbehörde bzw. in Städten mit eigenem Statut der Magistrat machen, so wie es bis jetzt auch schon die Gewerbebehörde gemacht hat. Gut. Muss der Vermieter in Zukunft 6% Provision bezahlen oder maximal 3%? Konsument, Gewerbe wird ja gleich behandelt. Erstens, es geht maximal um 6 Bruttomonatsmieten und nicht um 6%. Aber das ist einmal, das ist einfach nur. Also wir bleiben bitte, wenn Sie mit Kunden darüber reden, denken Sie dran, es geht um die Miete, es geht nicht um Kauf. Und ich weiß, wie stark das ist. Sogar die APA hat in der ersten Ankündigung der Pressekonferenz auch den Kauf schon drinnen gehabt und musste dann die Presseaussendung, den Termin korrigieren, weil da Miete und Kauf stand. Und also Kauf ist definitiv von dieser geplanten Novelle zum Maklergesetz nicht betroffen. Die Frage der Überwälzbarkeit. Mhm. Zwei Punkte dazu. Erstens, müssen überhaupt nicht die Möglichkeit der Provisionsüberwälzung ist eine Möglichkeit, muss aber bitte ausdrücklich vereinbart werden. Das heißt, Sie müssen zuerst einmal einen Vermieter dazu kriegen, dass er jetzt sagt, er bezahlt Ihnen 5 Monatsmieten Provision statt 3 Monatsmieten Provision. Grundsätzlich ist die Provisionsüberwälzung auf den Abgeber möglich. Ich meine auch, dass hier die Provisionsvereinbarung mit 5 Monatsmieten grundsätzlich möglich sein wird, weil man zu diesem Zeitpunkt ja noch keine Vereinbarung mit dem Vermieter treffen konnte und daher nicht nur die Abgeberprovision, sondern auch die Mieterprovision vereinbart werden kann. Aber es muss Ihnen gelingen, zu einer solchen Vereinbarung zu kommen. Hat der Makler gegenüber dem Mieter noch irgendwelche Haftungen zu berücksichtigen? Die Frage haben wir, glaube ich, vorhin schon
Das war schon, ja. Das waren schon Themen. Ja. Schlangenrad. Genau. Nächste Frage nach. Und Irrtums. Irreführung. Nachtrag nach Mieterstellung. Aha, zu der Nachmieterstellung, die wir vorher gehabt haben. Der Nochmieter bekommt eine Provision vom Vermieter. So ist das gedacht. Also der jetzt drinnen ist, kriegt eine Provision vom Vermieter dafür, dass er jemanden aufgetrieben hat. Was heißt das für unsere jetzige Situation oder für die Situation im Bestellerprinzip? Also ich würde es nicht aus der Hüfte schießen können, aber vielleicht, ich glaube, da sollten wir noch länger, da sollten wir nochmal nachdenken drüber. Aber danke für den Input. Naja, aber ich sage, der Vermieter darf grundsätzlich immer bezahlen. Auf den Vermieter hat das keinen Einfluss. Bevor der Vermieter dann zum Nochmieter geht und ihm bittet, einen Nachmieter zu finden, sollte er eigentlich besser zum Immobilienmakler gehen. Der hat es gelernt, der kann es auch. Gut. Wer bewertet die Angemessenheit einer Ablöse, wenn sich Mieter und Vermieter auf eine gewisse Höhe geeinigt haben? Und was sind die Konsequenzen? Also bewerten tut es der Sachverständige, wenn es hier zu einem Streit kommt. Der wird hier von Anschaffungspreisen ausgehen und wird dann eben die normale Nutzungsdauer als Faktor eben hier ansetzen. Was war die zweite Frage? Ich habe schon die nächste eingespielt. Das kann ich jetzt nicht okay. Auswendig sagen. Vielleicht spielen wir es noch ein, aber es sind anscheinend so viele Fragen. Ja. Ich würde jetzt gleich zur nächsten gehen. Ist ein Suchauftrag nach ABGB Paragraph 1002 FF, ein Auftrag ohne Vollmacht mit Honorarabrechnung wie zum Beispiel Rechtsanwalt möglich? Naja, der Maklerauftrag, das Grundkonstrukt ist einmal das eine, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt das zwingende Erfolgsprinzip im Maklerrecht und insofern gibt es keine Basis für eine Beauftragung nach Stundensatz, wenn ich einen direkten Konnex zur Vermittlung der jeweiligen Immobilie habe. Ist jetzt, Frage dazu, ist jetzt, wenn ich gar kein Makler bin, zum Beispiel, wie Sie schon gesagt haben, ein PropTech, ist das dann möglich, dass ich einfach jetzt für eine Datenvermittlung sozusagen eine Rechnung stelle oder für eine Kontaktherstellung oder sowas? Nein. Also ich sage einmal, es darf nicht möglich sein, vom größten Schluss her. Ich kann nicht sagen, die Erbringung der Gesamtleistung muss zwingend kostenlos sein. Und dann sage ich, aber weil du ja nur eine Teilleistung erbracht hast, kannst du für die Teilleistung auch für den anderen nicht. Verrechnen. Das wäre für mich ein Punkt, wo man durchaus dann sagen könnte, das kratzt jetzt an der Verfassungswidrigkeit. Mhm. Vor allem richtet sich das Maklergesetz ja nicht nur an Immobilienmakler, die nach der Gewerbeordnung tätig sind. Das ist ja auch das eine. Es geht um jegliche zivilrechtliche Vereinbarung. Okay. Nächste Frage. Wer bewertet die Angemessenheit einer... Da haben wir jetzt die Zeit. Was sind die Konsequenzen, davon? Konsequenzen einer unzulässigen oder einer zu hoch bemessenen Ablöse ist, dass der Teil der ohne gleichwertige Gegenleistung bezahlt worden ist, der kann als Bezahlung einer Nichtschuld rückgefordert werden. Und das wird in der Regel zumindest im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes bereits in einem einfachen Kostenrisiko freien Außerstreitverfahren möglich sein. Gut, die nächste Frage, Mietinteressenten für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, also Vollausnahme, zahlen somit auch keine Provision. Genau. Haben wir im Prinzip beantwortet, das ist ja offensichtlich Ungläubigkeit. Auf einem Immoportal geben wir anonymisierte Daten an, zum Beispiel Wohnung, 50 Quadratmeter, Balkonabstellplatz, Zentrum in Bregenz zum Beispiel. Wenn jemand darauf klickt, dann kommt er wieder zum Auftragsformular und dann erst zur Wohnung. Somit beauftragt uns immer der Mieter, unabhängig von dem, was wir vom Vermieter bekommen können. Können wir somit immer die 2 Monatsmieten verlangen? Geht das? Ich möchte diese Frage ganz gern im Einzelgespräch mit dem jeweiligen Kollegen klären, der die Frage gestellt hat. Bitte, wenn Sie zuschauen, dann ein Mail schreiben und das wird dann
bilateral geklärt. Bitte. Und wer zahlt diesen Sachverständigen bei der Ablösebewertung? Na, im Außerstreitverfahren gibt es einen Amtssachverständigen. Bei der Schlichtungsstelle, wollte ich sagen, gibt es einen Amtssachverständigen. Der kostet nichts. Ansonsten, wenn die Sache zu Gericht geht, zahlt den Sachverständigen immer der, der verliert. Also im Regelfall wird wohl der Vermieter um die Bezahlung der Kosten des Sachverständigen nicht herumkommen. Er kann von Glück reden, wenn er nur einen Teil, etwa die Hälfte der Kosten am Ende des Tages zu bezahlen hat. Wir kommen noch. Ja, bitte. Ja, ich habe jetzt die nächste Frage schon am Bildschirm gelesen. Bei der Ablöse geht es nicht um die Möbel des Vermieters, sondern es geht um die Möbel des Vormieters. Das ist nur die Frage an den Kollegen, der hier nachgefragt hat. Frage nochmals, ja. Oder nachgefragt hat und nochmal in die Tiefe gehen wollte. Gut, danke für die Klarstellung. Gibt es ein Mittel, Maklercourtage von Kaution abziehen, wenn Mieter deutlich vor Vertragsende wieder auszieht? Nein. Gut, auch eine klare Antwort. Und ich sage, ich habe die Uhr im Blick und wir haben ein klares Ziel beim IMO-Webinar auch immer, dass wir maximal eine Stunde dieses halten. Ich danke den Herren im Studio, dass sie bei uns waren und so über das brandaktuelle Thema uns informiert, es analysiert und wir diskutiert haben. Dankeschön. Gerne. Ich danke dem Herrn Wimmer, dass er sich zugeschaltet hat aus Tirol und Ihnen natürlich fürs Dabeisein. Es wird uns noch weiter beschäftigen, wir werden noch viel darüber diskutieren. Vielleicht auch wieder als IMO-Webinar. Schön, dass das als Kooperation des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder und des ÖVIs heute geklappt hat. Viele, viele IMO-Webinare finden Sie noch im Archiv, wenn Sie im Menü auf der Seite immowebinar.at sich durchklicken, kommen Sie auch zum Archiv und mit vielen nach wie vor aktuellen Themen. Und dort können Sie sich auch für den Newsletter anmelden und so erfahren Sie, wann das nächste IMO-Webinar stattfindet. Auf das freue ich mich schon. In der Zwischenzeit alles Gute, schönen Nachmittag.